Ja, wie sieht es denn bei euch aus in den muslimischen Ländern? Sekunde. Sekunde. In Amerika und Schottland herrscht was? Die Moderne. Liberalismus. Herrscht in den islamischen Ländern der Islam? Also bitte. Also bitte, du musst mir schon ein Land zeigen, wo der Islam auch wirklich gelebt wird in allen Bereichen. Und dann kannst du gerne kommen und sagen, oh, das hat ja nicht geklappt. Aber du kannst mir nicht sagen, guck mal, dieses Land, da leben Muslime. Ja, das ist wieder ein anderes Sache. Da leben Muslime. Aber wird der Islam gelebt? Nee, Alkohol ist erlaubt, Diskos sind offen und so weiter. Dann kannst du doch nicht sagen, ja, guck mal, bei euch gibt es auch Drogen. Ja, weil wir ja den Westen übernommen haben. Die Moderne haben wir übernommen. Deswegen gibt es dort Drogen und Misshandlungen. Zweitens, leider in vielen muslimischen Ländern gibt es keine islamische Aufklärung. Warum? Auch, weil wir durch die Kolonialisierungen wurde der Islam bekämpft. Jahrhundertelang. Das heißt, diesen Schachzug, wenn ich das so nennen darf, da darf man nicht drauf reinfallen. Also wenn jemand sagt, Sekunde mal, du kritisierst hier den Westen, schau dir doch die islamischen Länder an. Nee, 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 Sekunde. Wie lebt man im Westen? Liberal oder nicht? Also sehr schön. Liberalismus ist Grund und Ursache für diesen Status, also für diesen Zustand. Aber in muslimischen Ländern, viele leben nicht muslimisch. Es gibt Banken mit Zinsen. Es gibt Hotels mit Alkohol und Allahu a'lam was, Festivals, wo viele Sünden gemacht werden. Das heißt, hier werden nicht gleiche Sachen verglichen. Jedes muslimische Land bekommt Hilfe von der Weltbank. Jedes muslimische Land. Ganz Ägypten bekommt Getreide aus Amerika. Wenn die Ägypter nicht nach so tanzen, wie die Amerikaner wollen, gibt es kein Weizen mehr. Das sind geopolitische Aspekte, die müssen wir auch verstehen. Entweder du erlaubst dieses oder jenes und islamische Gesetze, oder es gibt kein Getreide, oder wir zahlen nicht mehr diese Kredite. Was heißt das für einen Staat? Für einen Staat heißt das, die Lehrer können nicht bezahlt werden, die Ärzte können, alle Beamten eines Staates können nicht mehr bezahlt werden. Das ist Druckmittel von wo? Vom Westen. Das heißt, die muslimischen Länder werden ja gar nicht in Ruhe gelassen, damit sie den Islam leben.